Hallo mein lieber Zuschauer, schön, dass du hier in meinem Kanal eingeschaltet hast. Ja, hier ist die Monatslegung für den Juli 2021, ein bisschen verspätet. Liegt einfach halt daran, dass ich so viel um mich herum zu tun habe. Einmal bin ich alleinerziehende Mutter von einem autistischen Kind mit 5 Jahren und lebe im Ausland, habe meinen eigenen, ich sag mal, Betrieb oder meine Selbstständigkeit in Bezug auf den Global Freedom United und dann habe ich natürlich auch meinen YouTube-Kanal, den ich natürlich halt auch gerne pflege, nur momentan habe ich einfach so viel um die Ohren, dass ich selber nicht weiß, wann ich mal auch mal ins Bett kommen kann. Ich komme in den letzten, ich sag mal, Monate wesentlich mehr zwischen 3 oder 4 Uhr in der Nacht ins Bett und dann muss ich tagsüber mit meinem Sohn aufstehen. Ich weiß, dass ich irgendwann irgendwie dann unter Burnout leiden werde, aber da natürlich die Gesellschaft halt ein bisschen so etipetete geworden ist und ich demnach hier auch mitgehen muss mit der Zeit, auch, normalerweise müsste ich jetzt halt nicht kostenlose Orakel drehen und dann online setzen, aber da wir ja auch momentan eine gesellschaftlichen Probleme haben, wegen der hohen Inflationsrate und weil auch die Wirtschaft geschwächt ist anhand durch den Corona-Quarantäne und viele ihren Jobs verloren haben und halt auch die Beziehung halt am Schwanken ist, fühle ich mich halt hier in der Mission ein bisschen halt euch unter die Arme zu greifen. Eine Privatberatung mache ich natürlich nicht, das machen meine Kollegen auf YouTube. Dafür habe ich leider gar keine Zeit, dass ich Privatlegungen machen kann für meine YouTube-Zuschauer. Gerne könnt ihr mir auch was spenden für diese kostenlosen Readings, die ich natürlich hier online halt reinsetze auf meinem YouTube-Kanal. Mein Spendenkonto könnt ihr unten halt in der Beschreibung hier auch finden. Wenn ihr natürlich gerne spenden wollt, dann herzlichen Dank dafür. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne unterstützen bei meinem Global Freedom United Projekt, wo ihr auch die entsprechenden Links halt direkt unten finden könnt in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es um einen Online-Shop geht, das wird sich verzögern in den nächsten 3 Monate. Ich bin dann noch im Aufbau von meinem eigenen Online-Shop in Bezug auf mein Global Freedom United Projekt. Ja. Ich bitte euch um eines. Es kann sein, dass ihr halt nicht in euren Sternzeichen halt in der Resonanz sein könnt. Dann geht ihr bitte mal unter www.astro.com, um euren Geburtscharter berechnen zu können. Die entsprechenden Webseiten-Link davon findet ihr unten auch in der Beschreibung. Denn es kann sein, dass ihr in eurem Aszendenten dort in der Resonanz sein könnt. Nicht nur, dass ihr dort in Resonanz sein könnt, ihr könnt auch in anderen planetarischen Bereichen halt auch in der Resonanz sein. Das heißt, wenn ihr in 2 verschiedenen Planeten halt doppelt mal zum Beispiel Steinbock seid, könnt ihr auch bei den Steinböcken halt in der Resonanz sein. Oder ihr guckt einfach in eurem Mond, Sonne oder im Venusbereich oder auch auf dem Mars in Bezug auf euren Geburtscharter. Und wenn ihr dort halt die entsprechenden Sternzeichen findet, wo ihr auch drin seid, dann könnt ihr auch dort im Resonanz sein. Also mein lieber Zuschauer, du kannst auch gerne meinen Kanal liken, meine Filme liken und halt auch meinen Kanal abonnieren, wenn dir mein Reading halt dir gefallen hat. Also bis dann. Ich arbeite vorwiegend mit den After Tarot von Pietro Aleggio und von Giulia F. Massaglia aus dem Los Calabeos Verlag. Goldene Raviolene Mohrkarten sowie auch die Kipperkarten von Gerard Marchetti aus dem Königsfurt Orania Verlag, die Lenormand-Karten Blaue Eule aus dem Königsfurt Orania Verlag, die Zeitkarten findet den richtigen Zeitpunkt von Wulfing von Rohr, auch aus dem Königsfurt Orania Verlag, das Engel der Liebe Orakel von Doreen Virtue sowie von der Doreen Virtue das Engel der Orakel für jeden Tag aus dem Verlag Allegria.
felt his lower lip trembled, and a tear disgraced him by making a new furrow down his already tear-streaked face, coming to a sudden halt at the very tip end of his small freckled nose. Genetischen Faktoren stehen. Wenn du zum Beispiel ein Kind haben möchtest, aber keine Kinder kriegen kannst, dann kann es sein, dass du vielleicht halt unterwegs sein wirst, um eine Befruchtungsgeschichte haben zu wollen oder auch eben klassische Variante halt, um eine neue Beziehung einzugehen mit einem Menschen, wo man sich die ganze Zeit es sich nicht zugetraut hatte. Hier ist die Allgemeinenergie gegeben. Das kann sein, wenn ein guter Herr steht, dass es auch hier eine gute Dame hier repräsentiert. Bitte orientiert euch nicht nur, weil dein Mann steht, dass es dann gleich nur ein Mann ist, sondern es kann hier auch eine Frau bedeuten. Wir haben hier einfach einmal die Karte Turm. Das kann auch eine Behördenkarte sein, eine Institution, kann auch für eine Vaterfigur sich hier handeln, weil der Turm steht auch für eine männliche Person, also als eine Vaterfigur. Dann habe ich hier ein Vogelhäuschen mit einem Schlüssel, steht für Sicherheiten. Ja, kann ja auch wirklich Sicherheiten um eine Immobilie sich handeln oder vielleicht halt auch für ein Thema mit Umzug. Naja, ich habe gar nicht reingeguckt gehabt. Ich weiß nicht, was ich da für Karten hier drin habe. Ich deute jetzt schon hier, ne? Kann sich ja auch handeln um eine Zeitangabe. 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate, können auch bis zu 4 Tage oder 4 Wochen sich hier dauern. Dann großes Glück. Aha,
Kann es sein, dass du es mit einem Steinbock vielleicht halt hier im Resonanz bist? Angenehmer Brief und dann ein Herz. Ja. Guck dir mal Steinbock an, weil ich hatte auch ähnliche Karten wie beim Steinbock. Der ist ja schon lange seit gestern online. Ja, mein lieber Zwilling, es kann sein, dass du vielleicht dir auch Gedanken machst um eine nette Dame, die schon ein bisschen älter ist. Kann aber auch sein, dass du ein älterer Kaliber bist. Das ist bei jedem unterschiedlich. Geschmackssache, wie man das halt beurteilen kann. Ich krieg hier Käfig rein. Entschuldigung, das Internet hat schon wieder gesponnen gehabt. Bin wieder da. Es kann schon gut sein, dass es hier wirklich halt um jemanden geht, wie bei den Steinböcken. Guck dir bitte Steinbock, wie gesagt, halt an. Dass es hier jemand geht, oder ja, der halt irgendwie in der Behörde arbeitet oder vielleicht sogar in der Politik. Und vielleicht hast du dich halt bemüht gehabt, jemanden kennenzulernen, die eigentlich in ihrem eigenen Haus wie eingesperrt ist, für lange Zeit. Kann ja unterschiedliche Gründe sein, warum man jetzt zum Beispiel in seinen eigenen vier Wänden halt einbarrikadiert ist. Ja. Als ob man sein eigenes Zuhause wie eine Art Gefängnis hat, ja. Wie Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Weil es so symbolisch gemeint. Da gibt es keine fiese Hexe. Höchstens ist es vielleicht die fiese Hexe, wenn du halt Steinbock dir angeschaut hast, dann vielleicht die super duper Angriffe von irgendwelchen Leuten, die in der Politik arbeiten. Ja, weil das kann sein, dass du mit einem Aktivisten zu tun hast, der was oder die was auch was bewerkstelligen möchte. Und hat momentan große Schwierigkeiten. Aber du möchtest auch ihr ein Stück entgegenkommen. Entschuldigung. Ja, kann sein, dass du sie sehr magst und sie mag dich. Und es kann sein, dass du natürlich halt auch um sie kämpfen wirst. Ja. Aber ihr arbeitet wie Kollegen miteinander. Ja, das sehe ich auch hier. Ihr kommt von diesem Projekt nicht runter. Das ist. Ja, guck dir, wie gesagt, Steinbock an. Diese Person ist so wertvoll für irgendein politisches System. Oh, hallo, was habe ich mit Politik zu tun? Was deutet die denn da? Ja, manchmal schickt das liebe Universum mir Personen als Zuschauer, die nicht wirklich zu den Kollektiven direkt gehören, sondern Einzelpersönlichkeiten sind und dann plötzlich sich dann diese Legungen sich hier anschauen, weil hier eine Botschaft dahinter steckt. Ich will das jetzt aber nicht noch eine zweite Legung machen für die Zwillinge. Also vielleicht guckt ihr dann bei anderen Kollegen von mir auf YouTube, was die dann halt für den Juli als Monatslegungen dann für euch am Parat haben. Weil nicht jeder ist ein Aktivist und nicht jeder ist halt in der Politik tätig. Aber wie gesagt, schaut dir mal den Steinbock an und dann wirst du sehen, da ist was an der Sache dran. Es geht auf jeden Fall darum, dass diese Person ein Ries. Ja, ich hatte recht gehabt. Ich kenne sogar diese Person persönlich. Na, wie nett. Dieses Symbolzeichen. Weiß nicht, ob du zuschauen solltest, wenn du halt. Guck auf diese entsprechenden Symbol. Das müsste dich dran erinnern. Die Medaille, die mein Mann gezeigt hatte von der Russischen Föderation. Das ist das Schlüssel. Das ist für mich nicht einfach hier zu deuten, weil wirklich, das ist eine Legung, die persönlich an jemand gerichtet ist,
Auf jeden Fall ist es eine Herzenssache, die Zeit verlangt. Aber euch fehlt die Zeit. Ihr müsst schnell handeln, sehe ich auf jeden Fall. Aber es ist ein Mensch, der in hohen Ehren auf jeden Fall sein könnte. War bei dem Steinböcken war da der Major zu sehen mit den hohen Ehren. Also ich habe das noch vor meinen Augen. Also es kann schon sein, dass etwas auf dich oder auf dein Gegenüber was Sprunghaftes zukommen wird. Das wird sogar viele Deutschen viel helfen, ja. Tja, das ist Steinbock. Doch. Es kann sein, dass du es mit dem Monarchen zu tun hast oder mit einem Politiker. Oder Hobbypolitiker. Kann auch ein Hobbypolitiker sein, der was bewegen möchte. Weil unsere Schnarchhaken Politiker im Deutschen Bundestag nichts machen, ne? Das kann sehr gut sein. Ich habe auch heute halt in Facebook mal was kommentiert gehabt wegen dem 2+4-Vertrag zum Thema Friedensvertrag. Die US-Amerikaner haben heute immer noch keinen Friedensvertrag vor dem Tisch anliegen gehabt und auch nicht die Russische Föderation. Was ist denn mit der Russischen Föderation? Die waren ja doch auch die Alliierten mit die USA, Frankreich und England als Beispiel. Die haben keinen Friedensvertrag auf dem Tisch anliegen gehabt. Und der 2+4-Vertrag ist von den USA abgelehnt worden, ausgenommen England und Frankreich hatten den Friedensvertrag als solches akzeptiert. Aber die USA nicht. Also ist Deutschland immer noch kein souveränes Land. So, und da widerspiegelt jetzt diese ganze Geschichte hier drinne. An der Karte. Okay, liebes Universum, ich möchte noch mehr wissen. Das ist mir zu wenig. Was werdet ihr im Juli denn so alles machen und erreichen? Was werdet ihr im Juli so alles Schönes erleben? Sie ist eine Mutterfigur, ein Neuanfang, hat noch viel zu lernen, geht einen neuen, kompletten Weg scheinbar. Sie ist sehr selbstständig vom Verhalten, vom Denken. Sie hat Verantwortung übernommen gehabt. Ja, also das sieht man sehr, sehr deutlich. Und sie ist frei. Ja, weil die Kombination als Mutterfigur kann auch als eine alleinerziehende Person sein, die eine hohe Verantwortung übernommen hat. Ja. Ah, nein, nein. Was ist denn das denn hier? Das ist wie gerade vorher bei den Skorpionen gewesen. Oh. Ja, genau. Das, was ich auch als Energie gespürt hatte, dass man was bereinigen möchte, wo ja die anderen nichts gemacht haben, wird sie es in die Hände nehmen. Und das tut man ihr hoch anschätzen. Es kann sein, dass du oder dein Gegenüber erlebt habt, dass einer von ihren Kindern gegangen ist. Oder alle Kinder von ihr gegangen ist. Ist aber nichts Dramatisches. Die Kinder kommen auch wieder zurück.
Das heißt, sie ist jetzt ganz alleine oder er ist jetzt ganz alleine, ja, eine Mutterfigur. Und entweder ist sie in diese Findungsphase wie der Eremit. Welchen Weg gehe ich? Soll ich weitermachen? Aufhören? Kann nicht aufhören. Ich bin nämlich halt festgehakt. Ich komme hier nicht mehr weg. Hab mit der Sache angefangen, muss es zu Ende führen. Also ich kann nur sagen, das ist sehr speziell, die Legung. Diese Legung, da sind nicht alle Zwillinge mit drin. Ne? Es kann sein, dass es hier Friedensaktivisten gibt, die sich sowas erwünschen würden, dass sowas hier auch passiert. Es gibt Friedensaktivisten, die versuchen auch mit Erbrechen halt irgendwie Briefe zu schreiben, was eine Herzenssache ist, um zum Beispiel ihr eigenes Land zu befreien. Ja. Und man braucht Zeit. Es gibt jetzt unterschiedliche Szenarien in solchen Dingen, weil wir haben auch sehr viele Aktivisten inzwischen in Deutschland, die entweder für den Frieden was in Deutschland bewegen möchten oder ein neues System in Deutschland haben möchten. Oder halt, dass auch der Friedensvertrag unterschrieben werden soll. Weil es geht hier auf jeden Fall um viel Sicherheit im System. Viel Sicherheit für die Menschen, für das Kollektive. Na. Hier will was in die Heilung gehen. Es kann sein, dass du auch mit einem Wassermann zu tun hast oder dein Gegenüber mit dem Wassermann. Und hier wird auch sehr viel überprüft. Aha. Wow. Das ist eine Energie. Aktivisten. Also, wenn es jetzt um Liebe geht, man wünscht sich, dass man mit diesem Menschen zusammenkommt für ein Leben lang. Man hat sich in diesen Menschen sehr verliebt. Das sehe ich. Herz, dann Vogelkäfig und dein großes Glück. Ja. Ob ihr jetzt zusammenkommen werdet oder nicht, das sehe ich hier nicht. Also wenn ihr jetzt mich fragen solltet, ja, werde ich denn mit ihr zusammenkommen oder mit ihm zusammenkommen, dann kann ich sagen, das sehe ich hier noch nicht. Ich sehe eher erstmal, dass man halt mit seinem Beruf verheiratet ist. Ich sage das jetzt symbolisch gesehen. Ja, mit seiner Aktivistentätigkeit, weil das am wichtigsten jetzt erstmal ist. Weil man sich selber sagt, erstmal muss diese Geschichte hier gelöst sein, bis ich dann am Ende dann bereit bin, überhaupt wieder für eine neue Partnerschaft. So die Einstellung von dieser Person hier. Und das ist eine sehr starke Person, die charakteristisch sehr stark ist. Also kann einiges aushalten, sagt man so. Tschu. Also machen wir weiter. Liebes Universum, ich möchte gerne halt noch eine Karte von Dolan Virtue noch eine ziehen. Was möchtest du denn überhaupt den Zwillingsgeborenen sagen, was auf diesen Menschen zukommen könnte oder bei dir? Mein lieber Zwilling, was soll denn am Thema Liebe denn bei dir jetzt halt wichtig sein? Des Wartens wert. Hab schon erahnt gehabt, ich habe es noch nicht gesagt, weil ich habe nämlich hier eine Zeitkarte. Des Wartens wert. Ja. Man ist mit dem Beruf verheiratet. Ein bisschen erinnert das mich ein bisschen mit Adolf Hitler hier, die Geschichte. Bis er dann die Eva Braun geheiratet hatte. Ja. Da sind Jahre vergangen. Wer weiß, ob die beide, weil Eva Braun ja bei ihm gelebt hatte, wie ich weiß. Sie war eine angebliche Sekretärin. Was ich nicht glaube. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine heimliche Beziehung hatten miteinander. Ja, so ähnlich hat das irgendwie so ein bisschen diesen kleinen Hauch an Thema, ne? Dass man sich halt irgendwie in sein Gegenüber sich verliebt hatte, ne?
Aber ihr werdet das richtig rocken hier. Leute, ihr rockt das richtig. Das sieht man. Boah, was wird denn hier vor sich gehen überhaupt in der nächsten Zeit? Vielleicht sollte ich mal wieder mal so eine Deutschlandlegung machen für das Jahr 2021 und 2022 in Bezug auf die Politik. Das wäre auch mal nicht schlecht, dass ich das mal nochmal mache. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon mal gemacht. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Liegt ein bisschen in der Vergangenheit, aber mal schauen. Tja, des Wartens wert. Bitte warten Sie. Wie war das da? Bitte warten Sie. The call is not available. Keine Ahnung, kann es nicht mal so sagen. Aber so irgendwie so gleich ähnlich halt irgendwie. Also mein lieber Zwillingsgeborener, ich mache jetzt halt mal Cut. Ich hoffe, dass dir die Legung sehr inspiriert hatte. Ja, also ich sehe hier eine Inspiration. Ob es jetzt dir gefallen hat, natürlich ist es eine andere Frage, weil nicht jeder Zwillingsgeborene ist ein Aktivist, aber es scheint wohl hier in dieser Legung halt Menschen zu geben, die in meinem YouTube-Kanal hineinschauen, die Aktivisten sind. Und dann ist diese Botschaft an diesen Aktivisten halt gerichtet, ja. Und ja, also wenn euch natürlich meine Legung gefallen hat, könnt ihr natürlich mir einen Daumen nach oben halt schenken und auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten könnt ihr auch mich unterstützen in meinem Global Freedom United Projekt. Ihr könnt was bestellen dementsprechend. Die Online-Shops findet ihr als Link unten in der Beschreibung. Also, ich wünsche euch noch was. Bis dann. Möchtest du auch was für den Weltfrieden tun? Dann klick einfach auf diesen Film oder geh in diesem Film unten in der Beschreibung und dort findet ihr zwei Links zu meinen Online-Shops. Denn dort könnt ihr was finden für einen Weltfrieden. Denn nur gemeinsam können wir was erreichen, um einen Weltfrieden zu schaffen. Go for it! That stands by the sunrise used to be in the afternoons on the couch to read those through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read those three old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Their stories will still be told.